Gefühl, wir alle kennen es. Wir wachen nachts auf, wir gucken auf unser Handy und auf einmal sehen wir irgendwie, irgendwer hat uns angerufen, irgendwer hat uns eine Nachricht geschrieben und manchmal kann das absolut gestört gruselig sein. Und wir gucken uns heute die gruseligsten WhatsApp-Chats überhaupt an. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da schaffen wir extra gruselige 6666 Likes auf diesem Video. Und wichtig, übermorgen, diesen Samstag in 2 Tagen um 12 Uhr mittags kommt der neue Song Down von mir raus. Bitte, ey Leute, es stecken 1,5 Jahre Arbeit darin. Ich würde mich freuen. Ihr wisst, ich frage nicht nach viel. Mir würde es unglaublich viel bedeuten, wenn ihr einfach am Samstag um 12 Uhr da seid, die Premiere supportet, das Video so oft ballert, so oft anschaut, bis wir in die Trends kommen. Warte mal, was habe ich denn für... Ich muss mein T-Shirt schnell wechseln. Ich habe da einfach Tomatenflecken. Warte mal. 12 Sekunden später. Oh, Mama Mia, was kommt da auf uns zu? Ich habe keine Ahnung, aber Ladies and Gentlemen, wisst ihr, wovon ich Ahnung habe? Absolut ekelhaften Chaos in Buchhaltung, Dokumente abordnen, Versicherungen und sonstiges. Bruder, Kopfschmerzen pur. Aber für euch da draußen habe ich jetzt was extrem Nices, was mir selber auch extrem geholfen hat. Erst vor ein paar Tagen habe ich selber wieder alles machen müssen und gemerkt, Bro, wie unnormal Kopfschmerzen das verursachen kann. Aber jetzt, da ich etwas habe, sind die Kopfschmerzen weg. Und zwar die Clark-App. Ladies and Gentlemen, der Partner des heutigen Videos ist nämlich Clark. Und für die, die jetzt nicht wissen, was ist Clark oder was bringt mir das oder sonstiges, hier eine kleine Erklärung für euch. Clark ist eine App, wo ihr all eure Versicherungen einscannen und hochladen könnt, kostenlos. Und das Beste ist, ihr könnt dann erstmal diese ganzen Ordner so auf die Seite legen, denn die braucht ihr nicht mehr, denn ihr habt alles ja erstmal schön online sortiert in einer App. Das Coole aber an Clark ist, dass nicht nur die ganzen Sachen online abgespeichert sind, sondern ihr habt da einige Experten, die einfach so immer wieder über eure ganzen Versicherungen gucken und euch sagen, yo, ey, die Versicherung ist schlecht, nimm die nicht. Ey, die Versicherung, ah, die ist vielleicht nicht so gut. Ey, bei der Versicherung gibt's was viel Billigeres. Ey, guck mal, nimm das und das Angebot, das ist besser. Und die schlagen euch kostenlos Sachen vor, tun kostenlos alles einmal durchchecken und euch immer up-to-date halten. Was einfach bedeutet, ihr habt weniger Kopfschmerzen mit hier Ordner und Papier und allem Möglichen. Und ihr spart auch noch Geld und habt einfach den besten Service kostenlos. Damit ihr das mal ganz kurz seht. Ich bin hier eingeloggt. Ihr seht, yo, da sind jetzt meine Versicherungen drin. Und hier zeigt es mir zum Beispiel an, oh, Bro, da ist eine Versicherung schwach. Digga, ey, dann klickst du drauf, kriegst direkt einen neuen kostenlosen Vorschlag. Kannst Geld sparen, kannst natürlich auch lassen oder so. Du musst da nichts machen. Hier steht sehr gut, gut. Das ist also, ihr merkt schon, Bro, absolutes Zuckerschlecken. Seid ihr mich die App habt, Zuckerschlecken. Und das Beste vom Besten ist, Leute, ich habe natürlich auch für euch was klären können mit den Ehrenbrüdern und Ehrenschwestern. Die haben gesagt, yo, Marki, ey, für deine Community haben wir was ganz Feines. Und zwar, Leute, wenn ihr euch als Neukunde anmeldet, das heißt, wenn ihr euch neu registriert, kostenlos, ja, ihr müsst dann nicht neue Versicherungen abschließen, gar nichts. Das ist kostenlos, Leute, ihr habt mein Wort. Und den Code Marki eingibt, bekommt ihr einen kostenlosen 45 Euro Amazon-Gutschein, wenn ihr 3 Versicherungen hochladet. Also das heißt, pro Versicherung 15 Euro, 3 mal Versicherung heißt 45 Euro Gutschein. Umsonst, kostenlos, ihr müsst nichts kaufen. Checkt es ab, in der Beschreibung verlinkt, in den Kommentaren. Einfach draufklicken, mich supporten, euch selber supporten und gönnen. Und die Kopfschmerzen sind weg. Okay, Sven schreibt Lisa. Scheiße, ich muss dir was Gruseliges erzählen. Kann das nicht bis morgen warten? Okay, erzähl's mir dann. Bin echt mega müde. Nein! Mann, ich hab so Angst grad. Was ist denn los? Hör mir zu. Mich hat eben jemand angerufen. Aha. Wer? Keine Ahnung. Es war eine unbekannte Nummer. Ja toll, sowas kommt öfter vor. Ist dir schon klar, oder? Ja, aber der Typ am Telefon hat gesagt, ich soll für ihn etwas auf dem Klavier spielen. Ich habe dann gefragt, wer er ist, aber er hat mir nichts gesagt. Was? Hä? Ich habe dann mit Polizei gedroht. What the heck? Ja, und dann meinte er, deiner Mutter wird das nicht gefallen. Du weißt ja, dass sie nicht mehr lebt. Ich finde das so unlustig, das Ganze. Oh Mann, was ist das denn für einer? Ja, aber das Gruseligste kommt jetzt erst. Er meinte dann, er hätte noch vor wenigen Stunden mit ihr geredet. Bro. Bro, stopp. Ich hab so Angst. Sven, Bruder Sven, werf dein Handy ganz schnell weg. Wirf schnell weg den Bums, Alter, jetzt los. Oder stellt euch einfach vor, irgend so ein Dämon oder so schreibt dem nachts, Alter, die Mutter daneben, so die tote Mutter. Digga, Horrorfilm. Ah, ah. Ja, ist klar. Kira, ich kann einfach nicht schlafen. Kein Problem, Kira, guck der Marki an, dann schläfst du wie ein Baby. Oh mein Gott, wieso? Sie beobachtet mich. Hä, wer? Dora. Ach Mann, ey. Was? Sie ist doch einfach nur eine Puppe. Du verstehst es nicht. Du kannst es nicht verstehen. Sie wird nicht aufhören. Mit was? Jetzt machst du mir langsam Angst. Oh, ja, yes. Really? Really ein Jumpscare? In dem WhatsApp-Chat? Really ein Jumpscare? In dem... Wer von euch war das, Alter? Ich werde dich finden, Mann. Ich werde ihn jetzt finden. Ich rufe die... Ich rufe jetzt. Komm, jetzt gibt's Hausarrest. Ja, hallo? Mutter von Thorsten? Ja, der Thorsten hat mir gerade ein Ding geschickt. Der hat mir gerade einen Jumpscare geschickt, ja.
legst du nochmal eine Woche Hausarrest drauf, gell? Super, klasse. Genau, machen wir so. Okay, und was machst du so gerne in deiner Freizeit? Ich stalke. Okay, und ich gehe gern schwimmen. Ich weiß. Okay, Bro. What the? Wie kann ein Chat in 5 Sekunden so eskalieren? Was? Stell dir mal vor, ihr schreibt mit einer neuen Person, einem Girl oder einem Typen, ihr wollt den so kennenlernen, ihr schreibt 2 Nachrichten und die Person weiß einfach schon alles über euch, Bruder, und hat euch schon gestalkt die letzten Monate. Ach du heilige Kacke, Bruder. Das ist er dann. Das ist er. Das ist der Traummann und die Traufrau und geht mit dem zusammen und heiratet den, weil der weiß ja alles schon über euch. Okay. Hey Baby, bist du schon auf dem Weg? Was? Finde das voll süß von dir, aber hätte doch echt nicht sein müssen. Wohin soll ich kommen? Du meintest doch, du kommst gleich zu mir. Wie? Wann meinst du das? Du hast doch eben angerufen und gesagt, dass du gleich kommst, weil du mich so mega vermisst. Von meiner Nummer? Ich hab dich nicht angerufen, Schatz. Aber dein Name stand doch da. Du machst mir Angst, Baby. Ich hab dich wirklich nicht angerufen. Schatz, bist du noch da? Hallo, jetzt machst du mir Angst. Ich ruf die Polizei. Okay, gut, ich kann dir das lieber... Wie hieß der Typ? Sepp Sebastian Hans-Peter Seppelwurst. Ich kann dir erklären, was da passiert ist. Dieses Mädchen hat mit mehreren Typen was am Laufen. Du bist einer davon. Es tut mir leid, dir das mitzuteilen, aber du bist einer von vielen. Und dann hat irgendwer mit dem gleichen Namen sie angerufen und sie dachte, ah ja, gut, ah Sebastian, ja, geil, kommt gleich vorbei, super. Und dann hat sie dir geschrieben, weil du auch Sebastian heißt, dachte aber, sie schreibt einem anderen Sebastian und dann, ja. Nina, bist du da? Jemand klopft an meiner Tür. Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ich weiß, ja, aber ich glaube, die Person, die da klopft, weiß es nicht. Wer ist denn an der Tür? Hab grad geschaut, da war keiner. Vielleicht war es ja nur ein dummer Klingelstreich oder so. Einfach ein paar blöde Kids, geh lieber wieder ins Bett. Bin im Bett, aber es klopft schon wieder jemand an die Tür. What? Bro, wieder keiner da? Na dann mach jetzt besser alle Türen und Fenster zu, schnell! Linda? Hallo, bist du noch da? Bro, was war das, Alter? Junge, was war das? Was war das? Was war das? Das war Sound von dem Clip. Wieso war da Sound dabei? Ich hab mir ungelogen so eine Wurst gerade in die Hose gesetzt. Wer von euch Rotzlöffel hat es reingemacht? Bro, ich hab mit allem gerechnet, auf einmal kommt... Ist die nicht! Ist die nicht! Ist die nicht! Schnauze, Alter, sonst gibt's eins auf die Bubble. Gut, Jonas. Alter, mir ist gerade etwas total Seltsames passiert. Was mit dir falsch, Mann? Es ist 3 Uhr nachts, Mann! Hör mir mal zu, ist das noch normal? Ich bin gerade wach geworden, weil ich meine Mutter schreien gehört habe. Das war hundertprozentig kein Traum, also bin ich sofort runtergerannt. What? Okay, Bruder. Und was dann? Keiner da. Bin hoch und habe ins Zimmer meiner Eltern geschaut. Die waren friedlich am Schlafen. Hä? Ja, aber das blieb nicht dabei. Plötzlich habe ich es kurz vorm Einschlafen wieder gehört und jetzt habe ich mich im Zimmer eingeschlossen. Wer schreit denn, wenn es nicht deine Mutter ist? Es ist... deine Mutter. So, Schatz, schreibt Mom. Ja? Ich war heute in der Küche und habe etwas... Ah, da ist es schon wieder. Schatz? Hallo, Schatz? Mom, Hilfe, ich habe solch eine Angst. Was ist denn los? Da schreit jemand die ganze Zeit. Was sagt denn die Stimme? Sie sagt... Ah, ich finde dich. Vielleicht ist es ja... der Nachbar von nebenan, der eine Runde mit dir Verstecken spielen will. Aber ladies and gentlemen, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal kostenlos. Falls ihr neu seid, ganz wichtig, geht auf die Premiere Samstag 12 Uhr mittags. Bro, ich bin so nervös, ich freue mich so sehr drauf. Freue mich auf euch. Ich werde live im Chat sein, wir können zusammen schreiben. Klickt hier aufs letzte Video. Bis dann. Tschüss.